Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich zeige euch jetzt auf dem World's Edge ganz schnell den zweiten Teaser oder beziehungsweise die zweite von 6 Phasen des Ingame Teasers auf dem World's Edge. Wir müssen zur Sortierfabrik, zumindest zum Rand der Sortierfabrik. Dort soll sich wohl ein Kran befinden. Ich schau mal, ich bin sogar Jumpmaster. Wir müssen... Ach, da ist die Hotzone, ehrlich. Ich hoffe, dass wir trotzdem... Oh, man sieht den Kran tatsächlich hier auch schon. Hier ist er. Und ich versuche mal drauf zu landen. Und ich bin mal auf eure Interpretation gespannt, was dieser Teaser für uns bereithält. Ich habe aktuell absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass an diesem Kran irgendwas dranhängt. Aktuell weiß ich aber einfach nicht was. Deswegen bin ich auf eure Meinung gespannt, was das hier wird. Ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Teaser irgendwie hier eine größere Baustelle draus machen. Tatsächlich, oh, jetzt war ich fast runtergefallen, jetzt muss ich mal gucken. Das hat super funktioniert. Was zum Teufel ist das? Ah, jetzt bin ich natürlich runtergefallen. Mal gleich mal warten bis hier. Es ist auf jeden Fall, Moment, ich setze mal mein Headset auf. Oder mal kurz behaupten, dass diese Kisten ja auch neu sind, oder? Ich laufe hier hinten selten lang. Gab es die Kisten vorher auch schon? Das sieht aus wie ein riesen Triebwerk von einer Rakete oder so. Wir schauen uns das mal von hinten an. Das ist garantiert ein Raketentriebwerk oder so. Zack. Jetzt schauen wir hier nochmal von der Seite. Ah, sieht man nicht viel. Okay, das ist echt interessant. Hier ist... Das ist garantiert ein Strahlentriebwerk. Auf jeden Fall ist das eine Rakete. Also ich würde einfach mal sagen... Na, jetzt hänge ich hier fest. Jetzt komme ich wieder raus. Ich würde einfach mal sagen... Oder behaupten, im nächsten Ingame-Teaser, der am Sonntag sein wird, wieder um 19 Uhr mit Sicherheit, könnte ich mir vorstellen, dass wir genau an diesem Spot hier vielleicht noch eine größere Baustelle vorfinden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das viel wie so eine Raketenabschussrampe werden könnte. Denkt dran, Olympus soll wohl nicht fern sein, wenn die Gerüchte stimmen, die Leaks stimmen, kommt in der Season 6 die neue Map. Deswegen könnte ich mir denken, dass uns vielleicht eine Rakete auf Olympus bringt und nicht dieses Apex-UFO, was auf dem Kings Canyon landen soll. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was das hier werden soll. Der nächste Ingame-Teaser ist am Sonntag, habe ich gerade schon erwähnt, am 2. August. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und am kommenden Sonntag ist auch das nächste Kanalmitglieder zocken. Ich hoffe, das schaltet ihr ein. Spielt freundlich mit, fleißig mit, meine ich. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag und wie immer einen Daumen da lassen, ein Abo da lassen, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen.